Was ist ein Toroid? Bei Let's Play Tales of Symphonia. Da muss ich gleich mal nachgucken. Toroid. Da sind neue Gegenstände. Ah, das ist eine Waffe für die gute Colette. Sieht jedenfalls stärker danach aus. So, ich rüste die mal ganz kurz aus, um zu gucken. Tolo, Dingsbums, Eid. Ah, okay, ich habe anscheinend wirklich Endgame-Waffen in Luin freigeschaltet, die einfach nur lächerlich aussehen. Ja, ich fütter mal eine Blume. Blume ist gesund. Das finde ich gut. Ich mag gesunde Blumen. So, ich streichle gerade meinen Kaktus, den ich so toll finde. Wie komme ich denn jetzt daran? Ach, da rum. Muss ja auch irgendwie gehen. Na gut, vielleicht muss ich mich hier irgendwie rüberpusten lassen. Mit dieser Blume hier. Und. Ja, sieht gut aus, Das sieht aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Halleluja, schon Level 64. Und dabei meinte der GK87, er wäre irgendwie... Was war's? Dingsbums? Okay, die wird mich wahrscheinlich nach da drüben hochschleudern. Ich habe aber nichts. Also nicht, GK87 meinte, er hätte das Spiel mit Level 66 durchgespielt. Dann muss ich ja zum reinen Durchspielen wahrscheinlich nicht mehr viel Level-Grinding betreiben. So, aber ich muss mich hier von dieser blöden großen Pflanze hier drüber stellen. Lass uns sehen, wenn wir das Timing richtig hinkriegen, damit ich auch wieder nach drüben geschleudert werde. Aber ich stehe wieder in der falschen Position, deswegen muss ich wieder warten, bis er wieder gepustet hat. Aber die Richtung, die dieser komische Blumenblutenkopf zeigt, der sieht irgendwie anders aus, als würde er dahin schuppen, wo ich zuerst stand. Und deswegen habe ich mich falsch hingestellt, weil das eine blöde Machart ist. So, jetzt bin ich wieder hier und... frage mich, ob ich hier schon mal gewesen bin. Ich war ja schon mal bestimmt. Aber, so, ich werde mir erstmal wieder Zeug holen, so, auf dem Baum. Ja, gib mir was. Okay, das letzte Mal habe ich, glaube ich, von dieser Blume hier nach drüben hin busen lassen, aber da war ich ja schon, dann habe ich nur eine Schatztruhe gekriegt und jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie ein bisschen weiterkomme. Und um ein bisschen weiter zu kommen, habe ich hier unten ein paar Bäume. Aber mit den Bäumen kann ich nicht mehr anfangen, weil da keine Kinder oder andere Früchte drauf wachsen und da habe ich ja eigentlich schon genug von verfüttert. Und da müsste ich aber auch noch genug im Inventar von haben und deswegen brauche ich jetzt auch keine Früchte mehr. So, jetzt werde ich diese Blume hier noch eine Kinder verfüttern, damit sie auch wieder gesund wird. Und werde mal gucken, in welche Richtung sie pustet. So, die pustet hier nach unten, aber ich frage mich, ah, da, ich habe gerade die leise Befürchtung, oder ich habe die, nicht Befürchtung, sondern ich habe gerade die leise Hoffnung, dass ich damit dann alle in der ersten Schatztruhe, die ich noch nicht bekomme. Mein Gott, nochmal! Dieses dämliche Timing! So, jetzt aber. Komm. Zack, 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 so. Was soll denn das? Wo muss ich mich denn noch hinstellen? So, hier hin oder was? Puste. Na, also geht doch. Okay, jetzt falle ich. Ah, ja, das ist sie doch, die Schatztruhe, die ich meinte. Wow, und es hat sich gelohnt. Halleluja. 200 Great kostet, glaube ich, eine von denen. Und ich habe mir jetzt... Das war die dritte hier, oder? Ich habe drei Stück hier gefunden. Okay, ich werde jetzt offscreen wieder... ja, wohin denn? Da, wo ich quasi hier nach unten in diesen Screen zu dieser Schatztruhe mit der Level 4 Gamer dahin teleportiert wurde, werde ich mich wieder zurückbegeben. Bis zum... nicht bis zum nächsten Mal, aber bis gleich. So, mein Gott, hat das lange gedauert mit all den Kämpfen. Rain hat einen Level gestiegen bekommen, besser gesagt, aber leider keine neue Technik. Ich hoffe, sie lernt eben vielleicht so eine Stufe 3 Sache. So, muss ich gerade überlegen, wo jetzt am besten lang. So, nach da unten komme ich, glaube ich, nur zu dieser Pflanze wieder zurück, die mich sozusagen eben zu dieser einen Schatztruhe geführt hat. Aber da ich jetzt nicht zu dieser Schatztruhe möchte, versuche ich es mal hier lang... Okay, anscheinend gibt's hier nicht wirklich was sonst noch. Okay, dann habe ich den ganzen Weg anscheinend umsonst wieder verbraten. Okay, die führt mich nur... Wozu ist die denn gut? Ah, okay, hier kann ich vielleicht noch was machen. Ich bin eben mal beim Ausprobieren. An dieser Pflanze hier wollte ich mich vor sie stellen, aber das hat... Danke. Kann ich die auch irgendwie wieder abholzen oder sowas? Am Mango. Hallo? Stirbst du davon? Ey, das finde ich gut, dass du davon stirbst. Ah, ist das schön. Komme ich jetzt da eigentlich irgendwie noch da drüben, oder? Ich probiere es mal, ob ich... Wenn ich mich hier... Moment, ist das Ding wieder aktiv geworden jetzt gerade? Oder was ist das für ein... Ah, verdammt, ich krieg das Timing gerade nicht hin. Einmal draußen, immer draußen. So, ich guck nochmal, danke. Und jetzt nochmal versuchen und... So, wehe, wehe. Und... Okay, das Ding spuckt nicht ganz woanders hin. Okay, ich muss also das Ding da oben irgendwie... Kann ich hier irgendwie hoch? Ha. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich muss das Ding kaputt kriegen. Moment, kann ich hier... Okay, hier wachsen Kirima. Ist aber voll. Ich bräuchte diese Amangos. So. Ich fürchte, ich komme... Oder? Moment, wenn ich das Ding hier... Ja, Kirima geben. So.
So, gesund, sehr schön. So, wenn du mich jetzt nach da drüben hinpustest, falls das klappt und ich hier nicht irgendwie... Aha, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay, du kriegst jetzt eine Amango, damit du kaputt gehst. So, und du existierst... Ja, komm, ist okay. Ja, es war weg. Schön, dass du tot bist. So, die existiert nur aus dem Zweck, dass ich hier wieder runterkomme. Sehr gut. So, ich lasse die andere jetzt mal am Leben, weil die mich ja wahrscheinlich eher... Na, wie heißt es? Ah, verdammt, zu spät. So, direkt schnell Knopf drücken. Komm, 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 komm. Damit... Ah, okay, nächster Versuch. Schnell Knopf drücken, vielleicht ist der Intervall ein bisschen... Okay, schnell mit Knopf drücken geht nicht. Verdammt. Weil die lenkt mich vielleicht ein bisschen besser auf die Position, wo ich jetzt gerade hin will, wenn ich da hinkomme. So. Ja. Oder auch nicht. Oder komme ich... Nein, ich komme doch nicht da oben. So gut. Die hat mich ein bisschen zu sehr abgelenkt. Also kriegst du auch noch eine Kirima, wenn ich dann... eine Amango, wenn ich dann auch genug von habe. So, ich habe noch genug von den Dingern. Und jetzt versuche ich es nochmal auf die andere Seite da runter. Ja. Das klingt doch so, als würde ihr irgendwie ein Messer in Ballon... in Fußball oder sowas reinrammen. Und das Ding dann irgendwie... Oder... Wenn ihr das zu wild auf einer Gummipuppe treibt, dann geht es auch, was mache ich denn jetzt? Mein Waschlappen steckt noch in der Waschmaschine und, ich bin drüben. So, du kriegst mal eine Kirima. Spuckt das Ding dann nach oben. Okay, ich wusste es. Damit komme ich nach da oben. Hier ist sonst nichts. Okay, dann will ich mal, und klappt es? Jawohl. So, und du? Aha, du lenkst mich nach da ab und ich komme irgendwie mal... Hinter dem Wasserfall. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Es geht nicht mehr komplizierter, oder was? So, das Ding spuckt mich doch nicht nach oben? Okay, muss ich das Ding kaputt kriegen, oder was? Meine Güte. Wo soll ich denn jetzt hin? So, ich werde dich erstmal hier hinstellen, weil ich nach da drüben hin möchte. So, das klappt anscheinend ganz gut. Super. Wie komme ich denn an... Hä? Ich verstehe. So, ich probiere es jetzt gerade nochmal. Ich stelle mich erstmal aber ein bisschen näher hier dran. Vielleicht ist das Intervall dann besser. So, jetzt aber. Zack. Und es nimmt mich mit. Und du pustest mich jetzt bitte nach oben oder auch nicht. Okay. Ah, okay. Dann werde ich jetzt mal den unteren Weg hier lang nehmen. Mal sehen, wo mich das hinführt. So, und schwupps. Dumm. Oh, hinter dem Wasserfall. Unter dem Wasserfall. Meine Güte, was ist das hier für ein Labyrinth? Ich mag nicht mehr. So, nach oben. Sehr schön. Und was pustet da? Du pustest mich jetzt doch nicht weg, oder was? Wozu bist du, du? Oh gut. So, Blume füttern, Kirima. So, was machst du? Pustest du mich nach oben, oder was? Blume ist gesund, freut mich. Danke. So, mal sehen, ob ich es irgendwie... Das ist doch nur noch eine Schikane hier, oder was? Hier gibt es eine Höhle. Finde ich toll. Mit einer Schatztruhe drin. Olé. Nein, das ist eine Fresskiste, scheiße! Ihr zaubert, meine Lieben, zaubert, dass euch die Schwarte kracht. Doch, Moment. Du, Colette, du zauberst deine Ringe. Moment, verdammt, wo ist es? Ah, ich hab's schon so lange nicht mehr benutzt. Verdammt, wo sind die? Ach, da, Angel Feathers. Sehr schön. So, Rain zaubert auch was, das finde ich gut. Und ich blocke einfach nur ab. Boah, das muss besser gehen, Genis. Genis, du machst einmal, wo ich es denn habe, Indignation. Wo ist es denn? Da, zack. Und du blockst wieder, zack, sehr schön. Photon. Nein, du machst Ray, obwohl das Ding ist relativ klein. Egal, du machst trotzdem Ray. Wo haben wir es denn? Wahrscheinlich irgendwie ganz unten. Ray. So, und ich mach mal mit dem hier, also mit Lloyd, eine... Ist es eine... Nein, nicht da... Nein, scheiße! Ich wollte keine Teilung benutzen. Kacke, jetzt mache ich nämlich weniger Schaden. Ich kriege zwar auch weniger Schaden, aber ich habe da davon so wenig. Ich wollte eigentlich magisches Auge verwenden. Kacke. Okay, das sieht machbar aus. Wenn die denn mal ihre Zauber hier aktivieren. Oh, bom, 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 bom. Und davon was trifft. Danke. Oh, ich mache sogar wirklich mal Schaden. So, Moment, kann ich hierbei... Ah, gut, das werde ich jetzt tun. Ich werde Rains... wie heißt es? Ray auf den Shortcut legen. Und ich werde... Warum ist es eigentlich immer weg? Genis... Wo ist es? Indignation auf den Shortcut legen. So. Zack, zack. Und Angel Feathers, sehr schön. Oh, ich liebe dich, Colette. Und Roms, Bombs. Indignation. Und jetzt guck mal, was der macht. Okay, wahrscheinlich macht er jetzt hier gar nicht so viel. Roms. Na gut, 800 ist bei so einem Fresskistending, was ja irgendwie gegen alles immun ist, nicht so besonders, oder ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. So, Bombs, 304, Ding, Ding. So, ihr macht wieder Magie.
Und ich blocke. Okay, das Ding. Und ich werde eine Combo starten, um wieder ein paar Lebenspunkte abzuzwacken. Und jetzt werde ich blocken und warten, dass die Magier mal anfangen, ihr Zeug zu machen. So, Bums, Bums, Bums. Und nochmal eine Combo hinterher. Oh, mein Gott, war das. Das darf. Jetzt bin ich froh, dass ich eine passende Party habe. Zack und Roms. So, und sang dank. Ray, sehr gut, sehr gut. Immer schön blocken, immer schön blocken. Das Blöde ist jetzt, dass der Kampf durch die Teilung ein bisschen in die Länge gezogen wird. Okay, aber dafür kriege ich auch weniger Schaden, aber Schaden ist ja nicht gerade so das Problem. Ich blocke immer fein und warte ab, bis meine lieben Freunde der seichten Unterhaltung und die Raven Knights unter uns, falls ich grüße dich an der Stelle, falls du das Display dir überhaupt anguckst. Oh Gott. Ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Oh, das ist der Boss. Nein, das ist wahrscheinlich nicht der Boss. Oh, ich habe eine Teilung wiedergekriegt, die ich eben verloren habe. Und dafür habe ich das gemacht. Aber ich krieg 5000 Gold Elixier gefunden. Nur wenigstens etwas. Oh, mal sehen, was mich hier oben erwartet. Außer diesem Gegner, dem ich hier eins überrampeln werde. Meine Güte, ist dieser Dungeon auch irgendwann mal zu Ende? Das wäre so knuffig und super. So, hier sieht es irgendwie weiter aus, als würde es weitergehen. Deswegen gehe ich mal in die andere Richtung, um zu gucken, ob es hier auch weitergeht. Es geht weiter. Und ich werde verfolgt von einer wabbeligen Muschi. Boah, wie groß ist das hier? So, hier ist quasi anscheinend nichts. Klasse. Die Muschi kommt wieder. Moment, ich gucke gerade mal. Ja, die Gegner, die ich noch nicht gezeigt habe, gegen die ich schon mal ein paar Mal gekämpft habe. Wer ich block, ist tot. Boah, die haben eine fiese Ick. Diese Needle, was ist Paralysis Needle. Boah, die machen sowas von... Ja, ich sehe es gerade. Bums, volle Kacke erwischt worden. Mein Gott. So, ich werde versuchen, erstmal den da von der guten Rain wegzukriegen. Warum blockst du? Zack, so, immer schön blocken hier. Ah, oh, ich kann nicht blocken. Ich mag es nicht zu blocken. Aber... Wenn man muss, dann muss man. Ich komme mit der Blockmechanik auch nicht so richtig, was heißt nicht so richtig zurecht. Aber wie gesagt, ich hasse es wie die Pest. Also erstmal fehlt mir die Übersicht in den Kämpfen. Ja, vor allem wenn irgendwie drei Gegner gleichzeitig einfach rumholzen. Da blockt man, dann ist der fertig, dann fängt der nächste anzuhauen, dann ist der fertig, dann fängt der dritte anzuhauen, dann ist der fertig. Und wenn man dann denkt, oh, cool, Speicherkristall. Oh Gott, das Ding ist noch riesengroß, oder? Da oben ist eine Schatztruhe. Das freut mich. Und ein Hai, klasse. Oh, ich liebe es, wenn große, starke Gegner aufkreuzen. Da ist Ray nämlich so richtig gut. Draupnir. Klingt nach einer Lanze. Wie Sleipnir, oder? Oder was Sleipnir? Ach, keine Ahnung. Das kann die vielleicht mir die Lil Maibe sagen. Grüße an dieser Stelle. Und, na, das kommt zu spät, wenn ich jetzt ein frühes neues Jahr. Ja, ich wünsche ein frühes neues Jahr. Das passt wenigstens. So, verdammt, Items. Oh, ich finde den Itembefehl nie. So, Draupnir ist ein Armband. Puh, okay. Schön fürs Armband. So. Hier oben war jetzt abgesehen vom Schatz auch nichts. Da drüben war eigentlich auch nur ein Ausgang. So, der ist wieder da. Den werde ich jetzt aber aus dem Weg gehen, weil ich den ja eben schon mal besiegt habe. Und jetzt gucke ich mal, was mich hier erwartet, wenn ich hier durchgehe. Oh. Mein Gott, nimmt das denn hier nie ein Ende? Ich will dieses Mal einen Speicherpunkt. Wie komme ich denn da oben hin? Gibt es irgendwie wieder einen geheimen Aufgang oder ist das hier... Ach, hier komme ich hier oben hin. Okay, hier gibt es zumindest mal wieder was zum Pflücken auf dem Baumax. Oh Gott. Gut. So, aber ich komme trotzdem nicht. Ich frage mich, wozu der da ist. Okay, ich kann wahrscheinlich irgendwie auf dieser Plattform hier oben landen, die mich dann wieder zurück auf die andere Stelle bringt, weil ich sonst nicht runterkäme, weil da sonst nichts ist. Okay. Ich füttere diese Blume. Okay, anscheinend anderes kann ich hier auch eh nicht machen. Blume ist gesund, finde ich toll. Klasse. So, und jetzt fahre mich rüber mit deinem Atem. Okay, so komme ich an die große Pflanze. Was erwartet mich auf der anderen Seite? Erfahren es beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Super Tales of Symphonia mit mir. Oh Gott, und es hört immer noch nicht auf. Was ist in dieser Höhle? Erfahrt es dann. Ciao.